Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zum 22. Türchen des CS GO Adventskalenders 2018. Und heute gehen auch wieder 4 Preise raus an euch Jungs. So, Preis Nummer 1 wäre einmal ein Handschuh-Key. Es wäre auch Preis Nummer 2, also erster Preis und zweiter Preis wäre mal ein Handschuh-Key. Dann als dritten Preis haben wir für heute einen Nova Hyper Beast in Field Tested. Und zu guter Letzt dann noch eine M41 Esarix in Field Tested. Also die Esarix ist ebenfalls Field Tested, wir haben hier noch ein paar nice Sticker von Hellraiser drauf. Das ist ein Schmuckstück. Und ich habe mich gestern auch noch verrechnet, morgen gehen nicht auch 4 Preise raus, sondern 5. Morgen und übermorgen gehen dann 5 Preise raus. Und am 24. ist ja dann das 5. Preis Knife. Die Gewinner werden wie immer aus den Kommentaren des gestrigen Videos gezogen. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich aus und die Gewinner von heute sind morgen dafür nicht mit dabei. Warum? Jeder Gewinner setzt einmal einen Tag aus, damit auch die anderen eine Chance haben, etwas zu gewinnen. So, und der erste Handschuh-Key geht heute raus an Dr. Hunt. Er hat einfach mal nur die Trade-URL reinkommentiert. Mal Glückwunsch an dich, so tue ich mir dann auch gleich leichter mit dem Rausschicken. Der zweite Handschuh-Key, der geht heute raus an den Skyedit. Nice video, thanks for this chance. Ein guter YouTuber. Ich glaube, den kenne ich sogar. Ich bin mir nicht sicher. Aber congratulations to you. Und dann muss ich dann nochmal checken. Mates, Alter. So. Das waren mal die zwei Keys. Der dritte Preis, das muss ich kurz nachgucken, weil ich jetzt wieder vom lauter Labern vergessen habe, was der dritte Preis war. Und zwar war es die Nova Hyper Beast in Field Tested. Und die geht raus an Hootie. Ich möchte auch mal, oh Mate, Glückwunsch mal an dich, du bekommst die Nova. Und der vierte Preis wäre dann die lecker M41 Esarix nicht viel testet. Und die geht heute raus an Just Dave. Diese ganzen Weihnachtslieder nerven mich langsam wieder. Mate, das ist Weihnachten. Da ein bisschen Good Vibes schieben, Boy. So, mal Glückwunsch an dich, Dave. Du bekommst die Sarix. Alle Gewinner werden wie immer unter deren Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort antwortet ihr dann bitte einfach mit eurer Trade-URL. Außer du, Dr. Hans, du bekommst gleich mal den Trade dann raus, wenn ich Zeit habe. Und all die Peoples, die was heute zum ersten Mal mit einschalten, sich fragen, jo, was geht hier noch an Preis heraus und was kann man hier noch so gewinnen? Es ist im Prinzip ganz einfach. Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Ihr könnt natürlich auch mehr Kommentare schreiben, aber es zählt halt immer nur ein Kommentar von euch. Damit die Chancen gleich sind und jeder gleich viel, die gleiche Chance einfach hat, um hier zu gewinnen. Und weil ich ja auch vorhin angesprochen habe, Knife, ja, am 24. Dezember gibt es ja noch einen Hauptpreis, und zwar ist es ein Bowie Knife Knight in Minimalware. Es hat eine relativ gute Float, man sieht so gut wie gar keine Scratches auf Playside sowie auch auf Backside. Ziemlich sexy Teil. So, und die restlichen Preise, was dann noch morgen und übermorgen rausgehen werden, wäre einmal ein Hydra Key, dann zwei Clutch Keys, eine MP7 Nemesis in Factory New, eine Galileia Chatterbox, eine M41 Decimeter, die Cyrix ist ja auch heute rausgegangen, die AK-47 Redline in Field Tested mit 4 Rob Stickern haben wir noch, dann eine Pippi Bison Judgment of Anubis und ja, dann wie gesagt, das Hauptpreis noch ein Bowie Knife Knight in Minimalware. Und weil es irgendwie jetzt zur Gewohnheit wird, hebe ich jetzt nochmal eine Kiste auf. Heute leider nur eine Phoenix-Kiste, weil ich habe gerade nichts anderes im Inventar. Und ja, vielleicht lacke ich ja beim Geben nochmal rein vor Weihnachten. Wäre nice. Bin auch am Überlegen, ob ich am 24. nicht noch ein Case-Opening mache, kleines. So mit 10 Kisten oder so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, weil ich hätte irgendwie schon Bock. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Gewinner von dem Knife wird aus den Kommentaren des Türchen Nummer 18, beziehungsweise den 18. Teil des Adventskalenders, ich werde es ihm in der Infobox verlinken und hier wird dann auch wieder eine Infocard auftauchen, oben rechts. Und da ist dann das Video verlinkt, wo ich den Gewinner von dem Knife ziehen werde. Also kontrolliert dann lieber nochmal nach, ob ihr da auch einen Kommentar darunter geschrieben habt und ob ihr das Video auch positiv bewertet habt. Weil sonst wird das nichts mit dem Knife. Dann habe ich heute auch schon ein Video hochgeladen und zwar war das ein Zusammenschnitt aus meinen ersten 15 Runden Danger Zone. Und es waren auch die einzigen 15 Runden, was ich bis jetzt gespielt habe. Ich meine, von den 15 Runden sind 9 Wins dabei, aber
Da könnt ihr sehen, wie ich den einen oder anderen Boy mit einem Päckchen C4 wegsnacke. Also ganz easy. Dann wünsche ich euch auch nur noch viel Glück für die nächste Ziehung. Dann sage ich nur noch ciao und bis morgen. Euer Sentinel Mo.